Servus, ich bin der Maler Peter aus Innsbruck, leidenschaftlicher Skateboard-Filmer und das ist mein Setup. Ich verwende dann GoPro 450, Pro Runner Backpack, mega zufrieden, hat eigentlich Platz für alles Mögliche, was ich so brauche, wenn wir unterwegs sind. Da auf Seite immer dabei, kleines Stativ. Super praktisch, wenn man mal die Kamera wo aufstellen will, für Second Angle zum Aufstellen, immer dabei. Dann super wichtig für jede Session, immer Wachs dabei. Skater denken oft nicht dran, deswegen Stativspürchen. Immer dabei auf der Seite. Dann, Rucksack ist ziemlich schwer. Ich filme grundsätzlich mit eine Panasonic Camera, das ist die AG AC 160, habe ich mittlerweile seit knapp 7 Jahren oder so. Kamera hat schon viel mitgemacht, mega geil, super robust, einfach immer ein Traum mit der zu filmen, die perfekte All-in-One-Lösung eigentlich. Kamera, dann dazu natürlich auch immer das passende Fischeye auch am Start, auch schon viel mitgemacht, Valenz jetzt schon kassiert. Für Second Angle ganz praktisch Lumix G70 mit dem Kit-Objektiv dazu. Bewährte Kamera, macht immer mega Spaß die zu verwenden. Super, wenn man oft einmal schnell was filmen will, die ein bisschen handlicher als wie die große. Batteries. Jede Menge Akkus immer. GoPro Hero 5, auch praktisch für Timelapse-Shots auf Skateboard kleben. Kann man auch super cooles Zeug machen. Natürlich ganz wichtig auch Tape. Hat schon ein paar Sessions gerettet. Zum Cracks fixen, Fläche festkleben. Super wichtiges Zeug. Blower, Putztücher, so ein kleines Stativ, Taschenlampe, wenn es mal dunkel ist, bei Night Sessions. Dann auch ganz wichtig noch immer, Messer dabei, Werkzeug. Wenn es mal irgendwas zum Fixen gibt, man weiß nicht, kommt hin und wieder vor, dass man mal spontan irgendwas reparieren muss, irgendwelche Schilder demontieren muss. Hat auch schon ein paar Sessions gerettet. Zudem. Dann, was haben wir noch? Da, auch ganz wichtig. Immer dabei. Tool. Ich sag immer, der Rucksack ist irgendwie gefüllt 50% Kamera und der Rest ist eigentlich Baumarkt. Das ist Überwerkzeug, Messer, Tool. Deinen Kugelkopf, mehr Werkzeug, Schuhbänder. Sollte man uns reißen. Kann man nicht die beste Farbe. Ganz wichtig, Speicherkarten. Ich glaube, ihr habt da immer viel zu viele dabei. Das sind jetzt 6x32 GB. Die Cam kann zwei Speicherkarten auf einmal benutzen, das ist mega fein. Dabei. Und dann noch, wenn man an die alten Zeiten erinnern, wie VX-Foto. Immer dabei. Licht. Es kommt oft vor, dass man tags anfängt zu filmen und auf einmal ist spontan dunkel. Super praktisch. Und das Wichtigste im ganzen Rucksack, Sitzmatte, wahrscheinlich das günstigste und gleichzeitig auch das Beste im Rucksack. Raincover, den Cruiser, Schleifstein, wenn der Spot mal ein bisschen rougher ist, einfach drüber. Hat vor kurzem verwendet, ist mega der Style, kostet nichts, wiegt nichts, aber ist einfach Gold wert bei der Session, wenn es mal nicht rutscht, einfach drüber und ja, spart man sich das lange einfach. Coole praktisch. Ja, Notizblock. Auch dabei, was zum Schreiben. Quasi das Erste-Hilfe-Kit. Vielen Dank an Wolf Patrick, dass du mir das geschenkt hast. Mir gehypt, Peterle hilft. Da ist eigentlich nur so immer so, ja, immer Krimskrams dabei, Flaschstellen. Ganz wichtig auch Heißkleber dabei.
Sahne, Öl für die Kugellager, Sekundenkleber. Ja, das sind eigentlich alles so Dinge, die man ja nicht oft braucht, aber das kommt doch mal vor. Und wenn man sie dann dabei hat, ist man mega, mega happy. Da auch Ersatzkugellager. Einmal paar dabei. Kann schnell mal passieren, dass es bricht und es wäre dann eben schade, wenn die Session vorbei ist. Da noch. Messer zum Grip-Tap schneiden. Bestes Messer überhaupt. Favorite. Für Kreditkarte. Zack. Dann hat man da Grip-Tap-Messer. Ich lieb's, ich hab das schon ewig. Ich finde einfach die Idee genial. Mit so Kreditkarte. Einfach super, ja. Das haben wir da drin. Was noch wichtig ist, Cruiserboard, mega, liebt das Teil, super zufrieden. Grip-Tap ist der Wahnsinn. Ich bin mit meinem guten Freund Simon Meister, der macht sich immer die Mühe und schneidet solche Schablonen. Einfach cool, immer ein groovy Funk am Start. Das ist ein Welcome Cruiserboard, eigentlich nichts Spezielles, normales Shape. Achsen sind eigentlich auch ganz normal. Irgendwelche alten Destructors, Kugellager, dann sind die Rads, Hauptsache ruhig und schnell. Wheels sind die von Wayward, das sind die Torsten Frank Firma Wheels. Grüße an Torsten, vielen Dank nochmal dafür und gratuliere nochmal zu deiner Cruiser Wheel. Und bei denen weiß man, dass sie zum Filmen gemacht sind, weil da steht da so oben, Build to Film. Ich finde, sie haben einen perfekten Durchmesser, 58 mm, genau richtig hart und ja, mit denen ist man einfach top am Weg. Das ist eigentlich soweit mein ganzes Setup eigentlich. Das ist es. Einfach super, ja.